von Endevil.com, Balazs Gal auf der CeBIT 2009. Hier seht ihr dir einen Mini-Laptop von Hivision, der 260 Euro kosten wird mit UMTS-Modem. Hat einen Intel Atom-Prozessor eingebaut, 160 GB Festplatte, ist sehr gut verarbeitet, wiegt nur 1400 Gramm, aber hat leider nur 2200 mAh Akku, der recht groß ist. Aber wenn wir uns, wie schon gesagt, die Verarbeitungswerte anschauen, also erstens, das gesamte Gehäuse ist matt, Display auch matt, Fingerabdrücke sieht man kein bisschen, ich habe jetzt ein bisschen Schwitzfinger, aber sehr gut verarbeitet, egal wo wir drauf drücken oder das Plastik fühlt sich sehr gut an. Touchpad schön groß, diesmal die VIP, das VIP-Touchpad hier unten fühlt sich auch sehr gut an. Tastatur. Am Anfang denkt man, ja, die ist nicht so groß, aber wenn ich etwas drauf schreiben will, fühlt sich angenehm groß an, zwar nicht ganz so groß wie das von Samsung oder das von MSI Wind, aber wirklich, die Tasten sind schön leise, man kann gut drauf schreiben, vielleicht 87% %ige Originalgröße, wir haben eine schön große Enter-Taste, linke Shift-Taste schön groß, rechte Shift-Taste neben den Pfeiltasten trotzdem immerhin vorhanden. FN-Taste leider vertauscht, aber das kann man noch softwaremäßig umtauschen. Dann hier oben haben wir noch einen Wi-Fi-Button zum Wireless-LAN an- und ausmachen. Dann ein Message-Button, Foto-Button, weil wir haben eine 1,3 Megapixel-Kamera hier oben eingebaut. Und ein Restart- und An- und Aus-Knopf. Dann bei den Eingängen. Auf der rechten Seite haben wir einmal hier einen Lautsprecher. Stromeingang, Netzwerkeingang, VGA-Eingang, drei USB nebeneinander, haben wir auch noch gar nicht gesehen sowas. An der Vorderseite haben wir einen Multicard-Reader, Mikrofon, Kopfhörer und auf der anderen Seite haben wir hier Lautsprecher, wo man so nach links und rechts durch das Antatschen hier so die Lautstärke regeln kann. Gehäuselüfter und Kensington-Lock und hier ist noch ein Lautsprecher. Hier haben wir so eine schöne Verarbeitung wie beim Samsung. Außen, wie schon erwähnt, auch nicht glossy, sondern schön matt. Man sieht keine Fingerabdrücke, noch nicht mal bei der schwarzen Version. Von der Unterseite haben wir hier den Akku, der kein bisschen raussteht eigentlich. Mit 2200 mAh RAM kann man austauschen und hier ist die 2,5 Zoll Festplatte mit 160 GB. Ein UMTS-Netbook für 260 Euro, das es mittlerweile eigentlich schon auf dem Markt gibt, angeblich im Internet zu kaufen. Mit Kamera, Mikrofon, alles integriert. Kann man nur empfehlen. Verarbeitungsqualität sehr gut von der CeBIT 2009 in Endevil.com.